So bekommt ihr jedes Auto kostenlos. Sogar gemoddete Fahrzeuge. Wie geil ist das denn? Und weil das so geil ist, Leute, würde ich jetzt schon was bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und für die Leute, die noch nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst verpasst die krassesten Glitches in GTA Online. Und am Ende des Videos, Leute, habe ich eine kleine Überraschung für euch, also bleibt dran. Aber gut, was braucht ihr denn für diesen Glitch eigentlich? Naja, für diesen Glitch braucht ihr erstmal das Casino Penthouse. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch einen Bunker inklusive MOC. Im dritten Abteil, Leute, des MOCs braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Und im Lager für persönliche Fahrzeuge, also im MOC, braucht ihr ein Fahrzeug, was für diesen Glitch verloren gehen kann. Am besten einen kostenlosen LNG. Und zu guter Letzt, klar, braucht ihr kurz einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Natürlich solltet der Freund auch das Fahrzeug haben, was ihr gerne haben möchtet. Aber gut, habt ihr das Ganze, ist sehr gut. Dann können wir mit dem Glitch anfangen. Als erstes hatten wir es auch mit Freund in irgendeiner GTA Online-Sitzung. In meinem Fall habe ich das Ganze in einer Freundessitzung gemacht. Dann als erstes fahrt ihr hier jetzt zum Casino. Seid ihr jetzt beim Casino angekommen, dann müssen wir jetzt erstmal eine Einstellung kontrollieren. Und zwar geht es um Option, Einstellungen, Anzeige und dort muss jetzt RT Leistung stehen. Ganz wichtig. Habt ihr das? Dann könnt ihr jetzt in euer Penthouse reingehen. Seid im Penthouse angekommen, dann geht es hier einfach zum Telefon. Seid ihr beim Telefon angekommen, dann habt ihr oben links die Meldung rechte Pfeiltaste für den Telefonservice. So, in dieser Meldung bleibt jetzt einfach mal kurz. Denn als nächstes gehen wir jetzt ins Konsolenmenü. Seid jetzt im Konsolenmenü, dann suchen wir jetzt unseren Bot raus. Für meine Konsole, die PS5, wäre es jetzt Anavag 1P5. Aber eure Botnamen, Leute, habe ich in den Kommentaren geschrieben. Also checkt's mal ab. Gut, habt ihr euren Bot gefunden, dann treten wir jetzt einfach bei. Jetzt kleines Timing, aber ist nicht so schwer. Denn wenn die erste Botmeldung kommt, ob ihr sicher seid, dass ihr beitreten wollt, dann bestätigt ihr das mit X und spammt die rechte Pfeiltaste. Und die zweite Meldung im Zielmodus akzeptiert ihr natürlich auch mit X. Denn das Ziel ist es ja, dem Bot beizutreten, aber gleichzeitig auch dieses Telefon zu aktivieren. Gut, sind wir jetzt in den Wolken, haben auch die dritte Meldung jetzt mit X akzeptiert. Ganz wichtig, haltet ihr jetzt das Touchpad gedrückt, um das Interaktionsmenü zu öffnen. Und wenn alles funktioniert, Leute, sollte das Ganze ungefähr so bei euch aussehen, dass das Interaktionsmenü offen ist und euer Charakter zum Telefon greift. Und ja, jetzt habt ihr zwei Menüs ineinander verbuggt. Und wenn ihr jetzt einfach nach oben scrollt, werdet ihr merken, dass das Telefon auf einmal verschwindet, inklusive das Casino-Menü halt. Und jetzt könnt ihr das Interaktionsmenü schließen und geht es hier zur Tür. Seid ihr bei der Tür angekommen, dann wählt ihr jetzt hier Casino aus. Habt ihr Casino ausgewählt, werdet ihr merken, dass irgendwie nichts geklappt hat. Aber ist auch nicht schlimm, denn ihr geht von der Tür weg und geht wieder zur Tür. Und jetzt geht ihr auf Penthouse verlassen. So, seid ihr draußen angekommen, dann bestellt jetzt euer MOC zu euch über das Interaktionsmenü. Habt ihr euer MOC zu euch bestellt, dann müssen wir jetzt hier wichtig wieder eine Einstellung kontrollieren bzw. ändern. Denn wir gehen jetzt hier nur aus Optionstaste, gehen auf Einstellungen, Anzeige und was wir eben auf RT Leistung hatten, muss jetzt auf Wiedergabetreue gestellt werden. Habt ihr das gemacht, dann geht jetzt wieder zum Casino. Ihr werdet schon merken, dass ihr nicht das normale Menü habt, um Casino reinzugehen, sondern euer Menü vom Penthouse habt und jetzt wählt ihr wieder das Casino aus. Seid ihr im Casino gespawnt, werdet ihr merken, dass eure Minimap schon so ein bisschen verbuggt ist und das ist sehr gut, Leute, das muss so sein. Denn als nächstes gehen wir jetzt hier zum Pförtner. Seid ihr beim Pförtner angekommen, dann bestellt jetzt einen Limousinen-Service. Es ist auch völlig egal, wohin ihr jetzt geht. In meinem Fall bin ich jetzt zu Legion Square gefahren, denn ihr müsst sowieso später danach wieder zum Casino hin, nämlich zum eurem MOC. Aber durch diesen Limousinen-Service kommt ihr einfach raus aus dem Casino, steigen unser MOC ein und fahren dann jetzt mit zum Stripclub. Und ja, das ist kein Scherz, Leute, der Gift Gossip Friends ist beim Stripclub. Aber gut, sind wir jetzt beim Stripclub angekommen, Leute, muss das euer MOC ganz genau an dieser Stelle stehen. Und zwar muss der blaue Kreis jetzt hier parallel zu diesem umgekippten Hütchen stehen. Und zwar muss der blaue Kreis ungefähr so in diesem Abstand stehen, auf diesem, naja, Wasserkanal halt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und wenn euer MOC genau so steht, dann steigt ihr aus und kontrolliert nochmal natürlich, dass der blaue Kreis sichtbar ist. Das ist ganz wichtig. Wenn das Ganze jetzt passt, dann bestellt jetzt euer Fahrzeug aus eurem MOC, was für diesen Glitch ja verloren gehen kann. Wie gesagt, am besten einen kostenlosen LG. Da ihr für das Spiel noch beim Casino seid, wird dieser LG leider auch beim Casino spawnen. Das bedeutet, ihr nehmt jetzt ein Straßenfahrzeug und holt jetzt euren LG vom Casino ab. By the way, euer Freund fährt jetzt auch zum Stripclub und stellt jetzt das Fahrzeug hin, was ihr gerne haben möchtet. Und euer Freund braucht jetzt auch ein MOC, was irgendwo in der Nähe steht. Wo das steht, ist völlig egal. So, seid ihr mit dem LNG wieder angekommen und euer Freund hat das Ganze gemacht, dann fahrt ihr jetzt mit dem LNG hier zum Eingang des Stripclubs, wo die zwei Stangen sind. Und wichtig, eure Fahrerseite muss eingeklemmt werden. Ungefähr so wie hier im Video. Und ihr werdet merken, dass ihr oben links die Möglichkeit habt, ins MOC reinzufahren mit der rechten Pfeiltaste. Und das ist sehr gut, Leute. Denn wenn ihr jetzt einmal die rechte Pfeiltaste drückt, werdet ihr merken, dass das MOC komplett hin und her spackt und das komplett komisch aussieht. Aber das ist normal.
denn ihr seid jetzt gefroren in diesem Screen halt. Gut, habt ihr lang genug euren verbackten MOC angeschaut, dann drückt ihr jetzt die Optionstaste, geht auf Online, geht auf Job-Spielen von Rockstar erstellt und startet irgendeine Mission. Denn ihr müsst kurz im Jobmenü drin sein, um, naja, dann wieder rauszugehen, weil dann seid ihr wieder entfreezed. Seid ihr entfreezed, dann steigt ihr in das Fahrzeug ein, was euer Freund dahingestellt hat. In meinem Fall ist es hier sogar das unveröffentlichte Halloween-Fahrzeug diesen Jahres. Und ja, Leute, man kann unveröffentlichte Fahrzeuge mit diesem Glitch bekommen. Das ist schon ziemlich krass. Und euer Freund lädt euch jetzt einfach in sein MOC ein. Ihr bekommt die Einladung aus Sandy und ihr nehmt die Einladung einfach an. Und ihr werdet merken, dass ihr jetzt einen Infinity Blackstream bekommt. In diesem Blackstream bleibt ihr auf jeden Fall erstmal 10 Sekunden, das ist ganz wichtig. Und nein, der Blackstream wird jetzt nicht wieder weggehen, aber nach 10 Sekunden könnt ihr euer Game schließen. Denn wir starten jetzt hier einfach GTA neu. Haben wir GTA jetzt neu gestartet und sind jetzt wieder in GTA Online, dann kontrollieren wir einfach, ob wir das Auto haben von unserem Freund, indem wir einfach das Fahrzeug aus unserer MOC wieder rausbestellen. Was ja eben noch unser LG war, ist jetzt unser Fahrzeug, was wir haben wollten. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Wie geil ist das denn? Und nein, Leute, euer Freund verliert das Fahrzeug natürlich nicht. Ihr habt einfach jetzt nur ein Duplikat davon. Und so einfach ist das Ganze und ihr müsstet kein Pfennig dafür ausgeben. Also Leute, macht den Glitch, solange er noch funktioniert. Aber am Anfang des Videos habe ich ja gesagt, es gibt eine kleine Überraschung für euch. Und zwar werde ich natürlich meine ganzen geilen gemoddeten Fahrzeuge an euch verschenken. Da werde ich einen sogenannten Giftcast to Friendstream veranstalten. Und ja, auf TikTok ist ein Video angepinnt, was nochmal so den Giftcast to Friendstream erklärt, was ihr machen müsst, um bei mir kostenlos Fahrzeuge zu bekommen. Bis dann, euer Womod. Ciao!